Und zwar heute wieder mit dem Motorsportmanager am Start. Die Qualifikation und das Training ist natürlich vorbei, ist gelaufen. Es geht hier los mit dem Rennstart zum Kapstadt Grand Prix. Es ist ein Stadt Grand Prix und werden wir jetzt einfach mal schauen. Ich muss generell mal schauen, aber ich kann gar nicht in den Reifen mehr Einblick gewinnen. Ich habe es, glaube ich, vergessen, was für Reifen die da drauf habe. Warte mal, ich glaube, ich nehme weich. Und ich nehme weich. Okay, gut. Dann bin ich dafür, bei Bottas den Renntrim zu nehmen. Dann ist er da vielleicht schneller. Und hier bei Hamilton gehe ich mal auf den Krankenpfleger. Schau einfach mal, was da drin ist. So, Fahrzeugstrategie. Bottas darf immer noch selbst entscheiden. Ich glaube, das ist das letzte Rennen, wo er selbst entscheiden darf. Und bei Hamilton voll auf Angriff. Also, hier nochmal die Startausstellung. Die Überraschung sieht perfekt gewesen. Also Leclerc vorne vor Perez, dann Hamilton und Bottas. Gefolgt von Verstappen und Sainz. Vierte Reihe ist Ricciardo und Alonso. Fünfte Räikkönen, Mazepin. 11-3 Norris und Stroll. Dann kommen Antonio Giovinazzi und Gasly. 15. Tsunoda, 16. Ocon, 17. Vettel, 18. Schumacher, 19. ist dann Russell und 20. Latifi. Also wirklich, das Team ist schon etwas langsam unterwegs, Williams. So, also, dann würde ich sagen, können wir auch starten. Und zwar, ich muss von der 2 und 3 nach vorne. Und let's go. Oh, Hamilton kommt gut weg. Bottas nicht. Bottas ist auch nur an, also ist anders gestartet. Verstappen ist auch neben Hamilton. Oh, bleib vorne, Lewis. Bleib vorne, aber das ist ja super eng da. Lewis fährt ja auf Soft-Reifen und jetzt holt er Perez. Holt er Perez. Er hat Perez geholt. Klasse. Jetzt gehe ich auf Neutral und Mittel. Er hat nämlich auf diese mittlere Reifen. Schon jetzt muss ich mal gucken, wo fährt Bottas hin. Also er hat genau auf die Weichen. Aha, gut. Die nehmen auch davon nicht mehr so viel Zeit weg. Deswegen habe ich sie ja genommen. So. Und Lewis hat noch genug Weiche. Also bei ihm ist es perfekt. Aber Leclerc ist natürlich schon vorneweg momentan mit den Ultras, nicht? Bottas hat es aber auch wieder auf die 4 geschafft. Ist tatsächlich vorbeigegangen an Sergio Perez wieder. Bottas ja das letzte Rennen souverän gewonnen. Aber er fährt auf den Ultras. Er müsste eigentlich auf seinen Reifen da aufpassen, aber wie gesagt, er hat natürlich auch Fahrzeugteilzustand, was den Motor angeht, immer noch 50%, weil die Entwicklung der Teile noch nicht so weit ist. Ich glaube aber, dass wird im nächsten Rennen anders sein, dass da der Bottas nicht mehr diese Reparaturen machen muss. Aber es ist ein saulanges Rennen hier mit 64 Runden. Muss ich schon sagen, eins der längsten Rennen, was diese Rundenzahl angeht. Aber vorne kommt dann keiner an Leclerc ran. Der hat, glaube ich, die Ultras auf, ja, auf, glaube ich, sehr gutem Niveau eingestellt.
Die werden lange halten, vielleicht beim Leclerc. Aber hinter Hamilton wird es natürlich schön eng mit Bottas, Perez und Verstappen. 3,1 Sekunde hat Hamilton der Rückstand. Soll ich da schon mal ein bisschen aufdrehen oder was? Aber so ganz weiß ich das noch nicht, ob ich das sollte. Okay. Also, Hamilton versucht ja, irgendwie den Abstand so ein bisschen konstant zu halten mit 3-2 momentan. Baut etwas aus vor Perez, aber Bottas ist jetzt rangekommen an Perez. Und momentan auch Ricciardo auf der 6 in den Punkten. Aber Norris hat vielleicht bessere Karten, sein Teamkollege, weil der nämlich auf Soft auch unterwegs ist. Und Tsunoda halt auf den, oder auf Super Soft, aber auf Soft ist der Tsunoda unterwegs, dann das sind ja die gelben. Also wir haben ja nur Ultra, Super und hier die normalen Soft-Reifen. Jetzt ist Perez wieder deutlich schneller gefahren gegenüber Bottas. Aber mit Hamilton kann ich glaube ich schon die Zeit recht konstant vorne wegfahren gegenüber Perez. Sechs Sekunden Bottas zurück. Bottas hat aber jetzt auch neutral und neutral. Das heißt, wirklich, er versucht auch mit den Reifen möglichst lange auszukommen. Und er kommt damit besser klar als die beiden Red Bulls. Bei Perez können wir mal gucken, Reifen sind bei 57, Bottas 58, Verstappen 55. Aber es macht halt keinen großen Unterschied, aber so ein minimaler Unterschied ist da erkennbar. Und Hamilton hält so bei 3,8 Sekunden wirklich diesen Abstand. Die Box dauert schon recht lang, weil man dadurch diese Kurven halt nicht so viel Zeit gut machen kann. So, unser erster hier, der hat die Reifen bei 53%, dürfte aber schon Kamikaze eigentlich fahren, oder? Ne, doch nicht. Er fährt auch auf neutral und neutral hier mit der Strategie. Bottas zurück. Jetzt kann er an Perez vorbeigehen durchaus. Es sind zwei Zehntel. Jetzt der Angriff von Bottas. Super vorbei an Perez. Jetzt muss er das halten. Oh Mann, was hat denn der da gemacht jetzt? Mann, der war doch schon vorbei. Bottas war doch schon vorbei. Und dann wieder so ein Mist. Ja, bleib innen, gut. Jetzt hat er es gut gemacht. Bottas auf 3. Jetzt muss er den Platz nur mal mehr verteidigen. Die Red Bulls hängen ihm hinten drauf, wirklich. Jetzt geht vielleicht Verstappen noch an Perez vorbei. Ausgerechnet den Milchbubi Verstappen hier mit so einem Bart auf dem Bild. So, Perez aber noch auf der 4 jetzt. Der Mexikaner. Wir sind tatsächlich schon 11 Runden gelaufen. Und 2 Zehntel hat jetzt Hamilton mal aufgeholt. Und was jetzt bemerkenswert ist, Bottas hat jetzt freie Fahrt und kann sich ein bisschen absetzen von den Red Bulls. Aber was wirklich auffällt, Leclerc auf der 1 und Sainz auf der 9. Der hat 18,6 Sekunden Rückstand. Obwohl seine Form bei 9,7 hier ist. 9,7 die aktuelle Form. Höher geht's nur noch um 0,3 Punkte. Fast 2 Sekunden der Vorsprung ist von Bottas auf Perez.
Die Reifen gehen aber runter, die sind jetzt schon bei 39%. Ist aber immer noch auf Level von den Red Bulls. Also was ich hoffe, ist, dass Bottas vielleicht durchkommt ohne Reparatur diesmal. Aber ich weiß halt auch nicht, wie lange die jetzt brauchen für den Boxenstopp. Also schon 12, 13 Sekunden muss man einplanen. Ricciardo ist der Erste, der in die Box ist, der McLaren. Damit geht es für ihn natürlich gewaltig dahin. Ah, Raikön auch schon dran auf der 20. Raikönen war auch schon dran. Und 3,3 Sekunden. Also tatsächlich holt Hamilton etwas auf gegenüber Leclerc. Und Bottas auch mit 7,8 Sekunden. Ich werde natürlich hinterher mit Bottas auf die richtig weichen Reifen setzen. Damit dürfte er schneller sein. Alonso auch in der Box. Versucht Perez und Verstappen da jetzt doch noch mal ein bisschen Reifen zu schoben. Bei 30% Bottas ist bei 29%. Sieht schon fantastisch aus gerade. So. Hamilton, der kann natürlich sowieso länger fahren als Leclerc nochmal hier. Aber für mich ist halt die Frage, wann setze ich Hamilton darauf, dass er Attacke fahren kann. Ich glaube, ich würde es eher wieder am Ende machen, dann kann ich ihm auch den Benzinverbrauch richtig auftreten. So. Bottas hat bei 23%. Das heißt, Bottas wird jetzt reinkommen. Ich hole ihn jetzt schon rein. 42, 14, 5 halten, aber er musste halt was rausfahren. Gut, ab in die Box für Valtteri Bottas. Wo geht's raus? Ja. Tatsächlich, Red Bull fährt weiter einer. Der zweite, die anderen auch. Und er bleibt auf der 6. Valtteri bleibt auf der 6. Nur Verstappen, Norris, Perez sind vorbeigegangen. Und Verstappen hat Probleme mit seinem Reifen. Also der hätte wirklich in die Box kommen sollen. 20-2 Rückstand. Deutlich sogar jetzt Rückstand hinter Norris. Der hat hinten locker überholt gehabt. Und Hamilton hat nur noch 1,5 auf Rückstand, 1,1,08. Und Leclerc ist nicht in die Box gefahren, deswegen geht so easy für Hamilton an Leclerc vorbei. Verstappen in die Box und er verliert auch richtig am Boden jetzt. Bottas jagt jetzt Norris. Und Perez hat es auch versaubeutelt hier. Er verliert auch richtig am Boden. 19% nur noch. Leclerc 16. Leclerc muss jetzt rein. Da hat man das nämlich gesehen, wie der gefahren ist. Grottenschlecht. Also. Damit wird es sogar für Bottas reichen, oder? Nee. Nee, aber Bottas ist an Leclerc dran. Bottas ist an Leclerc dran. Leclerc wird wahrscheinlich jetzt auch mal fliegen lassen dann mit den Reifen, wenn er so eine Runde warm gefahren hat. Hamilton ist natürlich noch draußen auf den Super Soft Reifen. Vor Norris. Hamilton hat bei 32%, Norris bei 22%. Also Norris müsste jetzt rein. So, jetzt war Perez in der Box. Und Perez wird richtig am Boden verlieren auch. Weit, weit zurück. Auf die 11 hat es ihn gespült. Auf die 11. Und man sieht, Leclerc nimmt den, die Softreifen richtig, richtig hart ran hier.
Er baut den Vorsprung natürlich auch aus von Bottas, aber Bottas geht halt sparsam damit um. Also Norris in der Box jetzt. Lando Norris. So. Kommt er? Nee, hinter Giovinazzi, aber vor Schumacher? Nee, hinter Schumacher. Hinter Schumacher, da hat Norris ihn doch noch kassiert lassen müssen. So, hier zeigt sich dann nachher, wie die Reifen am besten ausschauen. Also Leclerc bei 1 Sekunden Rückstand. So, und das wird jetzt die letzte Runde für Lewis Hamilton sein. Hier werde ich jetzt reinholen und auch natürlich auf die weiche Mischung setzen. Weil mit dem kann ich oder konnte ich bisher wirklich echt sehr gut und sparsam fahren. Schumacher ist in der Box auf Rang 18 gerade mal. Ja, 19er sogar. Ja, die beiden Haas auf 19 und 20 komplett abgeschlagen gerade mal. Der einzige in der Spitzengruppe, der hier so nicht drin war, ist Gasly und Hamilton ist jetzt drin. Zack, zack, zack. Perfekt gelaufen. Geile Nummer von Lewis. Damit ist er sogar noch deutlichst vor Leclerc. Und ich gehe hier auf konservativ und niedrig und aufhalten. Und hast du nicht gesehen? Leclerc soll sich ruhig die Reifen kaputt fahren. Und ich möchte mit diesen Reifen so weit kommen, wie es irgendwie geht. Und mit Bottas natürlich keine Frage. Mit ihm muss ich nochmal rein. Aber er soll sich natürlich auch sehr guten Vorsprung herausfahren vor Norris. Weil er das nämlich braucht. Eine schnellste Rennrunde. Von wem ist sie gekommen? Von Tsunoda. Oder? Von Tsunoda ist die schnellste Rennrunde gekommen. Ja, das ist mal geil. Er muss ja auf Rang 7 liegende. Giovinazzi auf der 4. Und natürlich, die hat es natürlich jetzt alle durch die Stops nach vorne gespielt. Und ansonsten der Beste, der von der Spitzengruppe jetzt schon drin war, war Perez auf der 8. Nicht sonst. Aber Leclerc baut den Vorsprung vor Bottas natürlich stetig aus. Auch. Aber holt nur minimal auf, auch auf Hamilton. In 2 Runden waren es jetzt 9 Zehntel. Aber mit Hamilton kann ich natürlich ad hoc schneller fahren. Mal neue Teile bei oh, locker. Aber was die Teile angeht, sieht es sehr gut aus. Und in der WM würde es wirklich so aussehen. Hamilton wäre mit 66 Punkten vorne, vor Bottas mit 32, Verstappen und Leclerc hätten 22 Punkte. Und es hätten tatsächlich jetzt 13 Fahrerpunkte gesammelt. Dann hier in der Teamwertung, da wäre es wirklich 98 Punkte für Mercedes. Auch Alfa Tauri und Aston Martin hätten so die ersten Punkte. Genau wie Romeo Martin 3. Aber jetzt Stopp von Stroll und Latifi. Aber das sieht echt fantastisch aus, muss ich schon sagen. Ne? Also Bottas baut so den von Norris ein bisschen aus immer. Und ja, also Perez hat auch 24,9 zurück. Also der große Gewinner der Spitzengruppe ist eigentlich Lando Norris. Wenn Giovinazzi nämlich in die Box kommt, hier,
dann ist er locker vorbei und hat Platz 4 in TUS, wo der McLaren hier auf die 4 in der WM nach vorne bringe. Und hätte selbst 3 Zählerchen auf dem Konto. Also Giovinazzi glaube ich, dass er jetzt noch eine Runde fahren wird im Alfa Romeo. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja, er ist ja über 23%. Und Tsunoda ist auch noch mit dabei, der hat aber nur noch 18%. Also er hätte theoretisch jetzt in die Box kommen müssen. Der Perez hängt ihm nämlich hinten echt schon drauf im Heck. Ocon auf die 20 zurückgefallen mit seinem Stop. Muss man sagen, hat es auch vergeicht. Russell, wenn der in die Box kommt gleich, wird auch extrem viel Zeit verlieren. So, Giovinazzi, kommt er. Nee. Giovinazzi kommt noch nicht. Tsunoda kommt auch nicht. Russell auch draußen. Also das ist ja, ich frage mich, was das soll, aber anscheinend scheinen die Reifen bei denen nicht abzubauen gerade. Das ist ja mal ein echtes Phänomen. Die Reifen bauen nicht ab. Jetzt aber. Jetzt hier, dieses Zeichen zeigt halt, dass die Reifen nachlassen jetzt. Und das heißt, Giovinazzi ist in der Box. Das gleiche wie Tsunoda und Russell. Mal gucken, wo kommt Giovinazzi raus. Momentan war es ein super Rennen. Und es ist P10. Und natürlich fährt er auf den Softreifen. Tsunoda muss sogar das Auto reparieren lassen und fällt zurück auf die 20. Auf die 20. Hat aber noch wirklich durch die schnellste Rennrunde 2 Punkte momentan. Als letzter. Und die werden auch so gewertet. Also, momentan echt Überraschung pur. Hamilton vor auf die 1 vor Leclerc und Bottas. Momentan die ersten drei sind safe. Dann wird es aber spannend mit Norris im McLaren, Perez im Red Bull, Ricciardo im McLaren und dann wieder Verstappen im Red Bull. Die kämpfen um Platz 4. Und wenn Norris und Ricciardo das nicht versaubeuteln und hinterher nochmal auf Hard oder so wechseln oder auf, ich meine auf Soft oder auf Super Soft, wird es durchaus ein sehr positives Rennen werden. McLaren gegen die Red Bulls. Ricciardo muss aber eher in die Box nochmal. Bei 42% sind seine Reifen. Und Giovinazzi, der kann eigentlich durchfahren. Wenn er mit seinen Reifen gut umgeht, kann er durchfahren und vielleicht für Alfa Romeo den zweiten Punkt holen. Er ist hinter Sainz sogar. Und Bottas holt ein bisschen auf gegenüber Leclerc und sowieso natürlich beide holen auf Lewis Hamilton.
So. Wie schaut's aus? Leclerc 2,8 jetzt. Bottas 5,7. Also bei dem bleibt es ein bisschen konstant. Norris und Perez bleiben auch konstant. Ist eigentlich alles konstant bis P7. P8 verliert ein bisschen. Und Hamilton kann halt bei Bedarf noch wesentlich schneller fahren. So, Giovinazzi bleibt tatsächlich dran an Sainz. Also Giovinazzi ist definitiv für mich ein sicherer Kandidat für Punkte diesmal. 28 Runden sind es noch, die er holen muss. Jetzt auf Bestzeit oder unterbietet er nur seinen eigenen momentan, aber es sieht schlecht aus, weil dann bleibt nämlich Tsunoda immer noch der, der die schnellste Runde gefahren ist, und der ist momentan weiterhin auf der 20. Ja, aber das verbessert sich nicht. Und Hamilton halt, also der macht einen Schleichgang, sagen wir es mal so, einen Schleichgang vor Leclerc her. Bottas ich auch da. Aber was natürlich sehr, sehr schön und positiv zu bewerten ist, Bottas baut natürlich den Vorsprung aus, und zwar vor Norris. Oder er hält ihn von Norris und Perez so gerade. Aber jetzt sind die tatsächlich doch ein bisschen näher rangekommen, sehe ich gerade. Verstappen nicht mehr 31, sondern 30,5. Also da geht, denke ich mal, durchaus was. Leer 1-3, 1-2. Ich werde jetzt einfach mal mit dem Hamilton ein bisschen hochtreten. Und zwar jetzt mal ein bisschen richtig hochtreten. Bottas ist auch wieder in der grünen Zeit da unten mit dem Benzinmanagement. Das gefällt mir sehr gut. Also alleine managt er das momentan echt gut schon. Er hat es nur mit dem Start diesmal wieder versaut. Ne? Und Leclerc, muss man sagen, er hat es versaut durch sein Reifenmanagement zum ersten Boxenstopp hin. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie lange er fährt mit den Softreifen. Oder ob der jetzt schon reinkommt. Eigentlich müsste er daraus gelernt haben und reinkommen. Ne, tut er nicht. Okay. Hamilton 1,58, also jetzt die schnellste Rennrunde bei Hamilton. Und damit hätte er dann 68 Punkte im Falle des Rennsieges. Und ich glaube, das wird jetzt wesentlich mehr werden, was die Zeit angeht. Er wird jetzt Bestzeit und Bestzeit und Bestzeit nach vorne preschen. Weil er jetzt auch nutzt, dass Leclercs Reifen wirklich sehr stark nachlassen. Und er vielleicht hinterher nochmal auf eine andere Mischung setzen kann. Was hat er denn noch? Ultras hätte er sogar noch. Aber weicht natürlich auch, also Soft sogar auch noch mit 26 Runden Maximum, wäre noch drin bei Hamilton. Und bei Bottas hoffe ich nämlich jetzt, dass der Leclerc wirklich einen Fehler macht, wieder, dass er sich verpokert. Weil er ist schon wieder nicht reingefahren bei 17% Reifen. Eigentlich müssten die Reifen jetzt so dermaßen in den Keller gehen, wie vorhin auch. Oder wird es jetzt bei ihm passen? Er bleibt wieder draußen.
Okay. Leclerc bleibt wieder draußen. Ich weiß auch gar nicht, was der da momentan wieder bezweckt. Also der gibt jetzt auch wieder mehr Gas, was seine Motorenleistung angeht, aber reinkommen tut er nicht. Hamilton wieder auf eine Bestzeit, oder? Ja, hier hat er was verloren in Sektor 2. Gelb in Sektor 3, Unfall von Latifi. Und deswegen ist auch keine Bestzeit von Hamilton. Box jetzt Leclerc. Charles in der Box. Aber es ist ein normaler Boxenstopp und er wechselt auf Soft. Auf die Super Soft wechselt er. 7,2 Sekunden, Bottas. Was machen seine seine Teile? Oh, bei 24%. Scheiße. Bei 24% schaue ich mal eben rein. Teilezustand. Ja. Das ist, ja. Scheiße. Also, Bottas, ich muss dir tatsächlich die Teile wechseln. Bottas jetzt auf Bestzeitkurs. Und wird's die? Es wird die 1:05.591. Topzeit Bottas. Und die muss er jetzt fahren, um was von vor Leclerc rauszuholen. Unbedingt. Und Hamilton braucht es ja definitiv nicht tun. Bei dem muss ich lediglich noch einmal die Reifen wechseln. Sechs-3 Bottas zurück. Fährt aber trotzdem ein sehr strammes Rennen. Sainz auf der 8. Leclerc jetzt 1:05.083. Das war jetzt eine Hammerzeit. Und mal Bottas reichen. Wir sind bei 26%. Teile Zuschauer bei 22. Also das ist noch lang. Das ist noch lang. Muss ich sagen. Aber Leclerc holt wirklich ständig auf. Ne? Und selbst ich gehe jetzt mal mit Hamilton mal auf Vollgas. Weil das wird sonst echt die Härte werden. Und auch mit Bottas werde ich jetzt in die Box kommen. Und zwar Teile wechseln natürlich und auf schnell gehen, dass ich nicht ganz so viel verliere. Ne? Ja, und Hamilton, der 12 Sekunden vor Leclerc, das wird jetzt saueng. Saueng wird es, das sage ich. Giovinazzi ist auf die 9 vor. Könnte sich vielleicht tatsächlich ausgehen. Aber nur vielleicht. So, in der Box Bottas. Schauen wir, wie lange er braucht. Er muss reparieren lassen. Leclerc ist natürlich vorbei. Bitte ohne Fehler. Bitte ohne Fehler. Ohne Fehler. Und jetzt ist er hinter Verstappen und Perez. Und jetzt kann er aber, was das angeht, mit den Reifen richtig, richtig Gas geben. Und Hamilton muss wirklich auf Vollgas fahren, damit er am Ende vor Leclerc bleibt. 1:04.870. Eine Top-Zeit. Aber viel ist das wirklich nicht von Leclerc hier. 12:05. Und hier die Red Bulls mit Perez und Verstappen, die müssen noch mal rein jetzt. Noch fährt keiner von den beiden rein. Und Bottas außenrum, das wird nicht klappen. Nee, das hat nicht geklappt. Also Bottas hat trotzdem eine Riesenchance, wieder auf die 3 vorzufahren und sich auch in der WM entscheidende Punkte zu verbessern. Schauen wir mal jetzt bei Hamilton wieder rein. 13-3, 13-4. Er kann noch mal eine Runde Vollgas fahren. Ist das Vollgas? Mehr, glaube ich. Je nach geht definitiv noch mal ein. So,
So, Bottas gegen Verstappen. Geht er jetzt mal vorbei, da innen? Jetzt kommen sie durch den Kreisel, sind sie noch nicht. Er kommt nämlich jetzt. Jetzt ist er, geht er vorbei. Die nächste Kurve ist eine Innenkurve. Super. Jetzt ist Bottas vorbei. Und natürlich soll er sich nicht von Verstappen schnupfen lassen wieder. Von daher war es eine sehr gute Leistung von Bottas, da vorbeizugehen. Und er kann wirklich aufdrehen, was den Sprit angeht, ein bisschen, und natürlich was die Reifenleistung angeht. So. Hamilton baut den Vorsprung weiter aus. Und er kann noch eine Runde fahren. Eine Runde lasse ich Hamilton noch draußen. Jetzt gegen den Williams, gegen den 11. Platzierten. Kommt aber noch nicht vorbei. So, also, was mache ich denn jetzt? Soft. So soll ich die mal nehmen? Die angefahrenen, das kann ich machen, nehme ich die mal. Die sind, obwohl, nee, stopp. Die sind ein bisschen schneller, aber hier ist die Leistung höher. Nehme ich die mal. Schnell mache ich hier nicht, sondern ausgewogen. Ausgewogen. Hamilton da jetzt vorbei an Platz 11 an Russell. Bottas auf Bestzeitkurs. Bottas 104.793. Eine absolute Bestzeit hier gefahren. Und damit hätte er insgesamt 2 Bonuspunkte mehr und insgesamt 6 Punkte in der Gesamtwertung drauf. So, jetzt Hamilton in der Box. Es müsste reichen, um vor Leclerc zu bleiben jetzt. Perfekt, perfekt. Kein Fehler gemacht. Kein Fehler gemacht. Oh, da ist Leclerc. Da ist Leclerc und der ist tatsächlich vorbei. Oh, was ist das? Bottas, neue Bestzeit. 104.772. Der ist tatsächlich vorbei, der Leclerc. Das gibt's ja nicht. Das waren ein paar Zehntel jetzt. Jetzt muss Hamilton sich den Platz zurückholen. Boah, wird das eng. Nächster Angriff. Bottas wieder in Sektor 1 schneller gefahren. Jetzt außen der Überholversuch wieder von Hamilton gegen Leclerc. Er kommt wieder nicht vorbei. So, jetzt aber wunderbar ausgekontert über die Innenbahn dann. Damit ist es einfach nur glatt gelaufen von Hamilton. Und dann gehe ich jetzt hier mal auf aggressiv und ich lasse das Überholtempo einfach mal drin. Oder? Nee, mach ich einfach mal runter. Das wird doch. Weil jetzt der Vorsprung ist schon groß geworden mit 1,1 Sekunde. Bottas wird da nicht mehr rankommen. Das ist einfach der Abstand zu groß auf Leclerc. Und Giovinazzi, der wird es vielleicht doch nie packen, obwohl ich den da drauf geschätzt habe, dass es doch was wird. Aber momentan Rang 8, das ist zu wenig. Ja, Tsunoda hat das Rennen auch richtig versaubeutet. Rang 19 nur mit 21% auf den Reifen drauf, also der hat es überhaupt nicht mehr hingekriegt. Vettel, von dem ist auch nichts zu sehen gewesen. Es mag in Rang 18, kann es komplett knicken. Ja. Wo ist es denn nochmal spannend? Natürlich Verstappen und Ricciardo, also die hier. Die kämpfen um einen Punkt. Die kämpfen wirklich um einen Punkt. Und Ricciardo hat 42% drauf. Und Verstappen natürlich mehr, aber auch ist auf den langsamen Reifen unterwegs. Also in den Kurven kommt teilweise Verstappen näher, aber auf den Geraden hat er keine Chance, gerade mal gegen Ricciardo mitzuhalten. Aber Ricciardo muss wirklich alles aus den Reifen rausholen. Und die 38%, die müssen reichen für Ricciardo. Müssen sie einfach.
Verstappen natürlich bei 84. Also der kann da richtig was aus dem Auto raushauen. Tut der auch. Tut der auch. Der fährt nämlich volle Lunte und auch hier beim Benzinverbrauch auf hoch. Das ist schon echt brutal. Hamilton ist wieder was verloren auf Leclerc, aber ja, überrundet ist er. Und zwar am Überrunden von Mick Schumacher. Der Valtteri. Immer noch Rang 3. Der wird es da auch nicht schaffen. Also was den Sprint angeht, muss er da unten fahren. Momentan Reifen kann er auch aggressiv fahren. Die werden locker halten. Ja, und Giovinazzi. Platz 10 und die Reifen lassen nach. Also für ihn wird es jetzt zum Stop gehen und dann ist das gelaufen, die Geschichte mit den Punkten. Ja, ist drin, Giovinazzi, und damit wird es weit zurückgehen. 100% Reifen natürlich. 11. und 10 ist gerade vorbei. Aber er bleibt vor Schumacher. Immerhin. Bottas noch 10 Sekunden hinter Leclerc. Aber das wird jetzt einfach ein klasse Ergebnis werden für Leclerc. Dass er Misto ein bisschen ärgert. Aber von der Pole hat er tatsächlich alles verloren gegen Hemmel. Also eine Sekunde holt er jetzt immer auf. Der Bottas aber so richtig da vorne geht mit da nichts mehr. Norris muss natürlich sehen, dass er die Reifen mit 27% noch über die Runden bekommt. Das kann auch nur lang sein. 27% bei 4 Runden. Das wird lang werden für ihn. Bottas an der 17 vorbei an Vettel. Hamilton 1:04.692, neue Bestzeit. So, was macht jetzt Verstappen? Also bei Ricciardo, das sind die Reifen jetzt auf 19%. Eieiei. Also ich fürchte, er muss nochmal in die Box Ricciardo. Ich fürchte das jetzt. Und das ist jetzt in der nächsten Runde. Sonst wird er richtig viel Zeit verlieren noch. Wieder eine neue Bestzeit von Lewis Hamilton. Und er muss jetzt in die Box. Ricciardo muss in die Box. Ich glaub's ja nicht. 15%. Das schwindet dahin. Er ist in die Box. Punkte los wird Ricciardo bleiben. Leider, leider, leider. Da hat Verstappen sein Ziel erreicht, ihn komplett gehetzt mit seinen Soft-Reifen. Und ja, Ricciardo musste volles Risiko gehen. Und Norris wird es schaffen und Hamilton ist jetzt auf der letzten Runde. Oder ich glaube, dass Norris das schaffen wird. 18-17%. Oh, eigentlich muss er den richtig runterdrehen, die Reifen. Sonst wird es da auch nichts mehr. So, Hamilton jetzt. Schon auf der anderen Seite und Richtung Ziel unterwegs. Jetzt biegt er gleich wieder auf die Startzielgerade ein, wo es richtig flüssig und schnell dahergeht. So, jetzt die Stelle gerade mit diesen flüssigen Kurven. Hamilton gewinnt vor Leclerc. Und dann Valtteri Bottas. Und Norris hat den Platz verloren an Perez. Und das auch, weil die Reifen komplett nachlasse. Und jetzt muss er über die Start- und Ziellinie nochmal. Hinter ihm ist Verstappen und Verstappen geht er vorbei. Norris nur noch Sechster, aber den rettet er. Oh Mann. Ist das schade. Von der 4 auf die 6 von Perez. Von Norris. Oh Mann. Und Red Bull noch 4 und 5 davor.
Aber Rennsieger Lewis Hamilton hält wieder die Fahnen offen hier hoch. Also, super Leistung, muss man sagen. Super, super spannend war definitiv das Rennen. So, jetzt muss ich wieder warten. Technische Abnahme. Wieder keine Regeln gebrochen. Ist immer ein super Zeichen. Also, Reihenfolge: Hamilton vor Leclerc, Bottas, Perez, Verstappen, Norris, Sainz, Gasly, Ricciardo, Alonso, Räikkönen, Giovinazzi, Stroll, Schumacher. Dann Russell, Mazepin, Vettel, Tsunoda, Ocon und ausgeschieden ist Latifi. Podest 1 und 3. Hier noch Steinmann, aber nicht Mercedes oder so, aber es steht tatsächlich Mercedes hier, da wo es sein sollte. Also Hamilton jetzt 68 Punkte vorne, Bottas 32, Verstappen 24, Leclerc 22, Perez 8, Sainz 6, Alonso 3, Ricciardo, Norris 2, Räikkönen einen Punkt, alle anderen natürlich 0. So, Mercedes, 100 Punkte habe ich jetzt tatsächlich. Red Bull 32, Ferrari 28, dazwischen den beiden ist natürlich eng. 4 Punkte McLaren, 3 Alpine, Alfa Romeo, einen Punkt. Also McLaren hat tatsächlich Alpine überholt. So, da haben wir noch ein paar Nachrichten. Haben wir auch noch ein Interview zu führen. Schaue ich mir nochmal an. Tipp, ein bisschen Ladezeit haben wir dabei. Genau, die Updates der Fahrerverbesserung 1,5 Mille gibt es dazu. Die Pole, dass ich die nicht geschafft habe, es gab natürlich dann einen Abzug. So, das nächste Rennen ist dann übrigens Russland. Ne? Am Schwarzen Meer wird ja gefahren. Ich kann mal gucken, Boxenmannschaft. Die kann ich ja hier einstellen, brauche ich nichts mehr. Die kann ich aber hier die Ermüdung nochmal aktivieren und Nachrichten. Anschalten, Interview. Ja, wollen nur Spaß haben, nehmen wir mal. Boxenmannschaft und Hamilton gewinnt Kapstadt. Gut, also dann würde ich sagen, Interview haben wir nicht mehr und es geht nächstes Mal weiter. Und zwar hier haben wir es nochmal mit der Übersicht des Kalenders. Wir sind am Montag, geht es da weiter, und zwar mit dem Training und der Qualifikation zum Russland Grand Prix am Schwarzen Meer. Und bis dahin, Leute, wünsche ich euch alles Gute und denkt dran, lasst ein Abo, Follower, Likes da und ihr werdet kein Rennen mehr verpassen. Und wie gesagt, dann macht's gut und wir sehen uns am Montag um 17:30 Uhr wieder zum nächsten Training und Qualifikation für den Schwarzmeer Grand Prix. Also, bis dann, Leute. Ciao, ciao.